Okay, wer hat jetzt den Boss gepult? LOL! Das könnte jetzt nämlich lustig werden. Im Zweifelsfall war es der Hunter. Wir haben keinen Hunter. Doch, haben wir. Echt? Hunter ist schuld. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Yes! Ich habe überlebt. Mann, bin ich ein Tier. Ja, wie, die sind immer noch aggro auf mich? Ja. Ich mach mal nochmal die Fliege. Nein, der hat mich gestunt. Und kommst raus. Haha, ich habe nochmal überlebt. Kann ich jetzt reinkommen? Jetzt haben sie, jetzt bin ich halt mit denen noch im Kampf, aber gut, mal schauen, vielleicht kriege ich sie ja. Ich mach mir mal kurz ein paar Gesundheitssteine. Mit Hand auflegen geht's. Alter Spalter. Den sollte ich mir direkt mal in die Leiste ziehen. Ich habe echt verdammt wenig Tempo. Ja, und da kam es, dass der Loop Hunter verkackt hat. Genau, jetzt war wieder das Pet schuld. Aber ich hatte doch recht, im Zweifelsfall ist der Hunter schuld. Immer die Hand, ey, ich versteh es nicht. Barlow hat einfach recht gehabt. Ah, sehr schön, da kann ich mir noch meinen letzten Funken holen. Na gut, dann mal ran an den Speck. Oder den nicht vorhandenen Speck, besser gesagt. Das ist ja nur Leere. Leerer Speck. Die nehme ich mal mit. Wir nehmen, was wir kriegen. Senator Waldmann beantragt eine Pinkelpause. Ich folge dem Heiler. Seit wann bist du Senator? Da ist er wohl schon weg. Nee, bin noch da. Ich musste bloß mich gerade bewegen. Aber jetzt. Na, dann mache ich halt allein weiter. Wer braucht schon Hexenmeister? Außer zum Solo-Erzfresser legen sind die zu ich zunächst da.
lalalala. Ich hab nichts zu sagen. Ich bin wieder da. Jawohl, er ist wieder da. Was ist los gewesen mit nichts zu sagen? Ich hatte nichts zu sagen, während du nicht da warst. Gar nichts. Nada. Niente. Ah, jetzt kommt der große Stein. It's a stone. Wie kann man es schaffen, sein Handy so zu schrotten? Weil Backstein. Backstein ist da ein sehr gutes Argument beim Handy schrotten. Der Klassiker. Klassiker-Counter 1 hoch. Bing! Ich hab den Ohrwurm von dem End of World of Warcraft Lied. Ja, ist ja auch ein schönes Lied. Ich feier das voll. Oh mein Gott, ich bin oben. Finish him. Boss fight incoming. Ach, das Minischwert. Und vergiss nicht, sein Herz zu looten. Hab ich schon. Hab schon wieder dran gedacht. Es war halt bloß einmal. Ganz am Anfang. Da bin ich immer noch so ein bisschen Brain AFK. Und ich dachte, ich habe halt schlechte Voraussetzungen, weil ich ja vorhin erst aufgestanden bin und. Könnte mal der Typ aufhören, die Viecher immer rumzukicken? Also stört dich das nicht? Merkt davon nicht wirklich was. Ich sehe nur einen Haufen roter Balken vor mir. Alter, die Sonne, die brennt so runter, dass ich mir meine Finger auf meiner Tastatur verbrenne. Ja klar, betäubt mich gleich zweimal hintereinander. Easy! Silence. Oh, der Balendelin, da hat einer die Zwerge gelesen. Fällt mir jetzt erst auf. So heißt auch der Paladin von Meisterkoch. Ja, Meisterkoch hat auch die Zwerge gelesen. Der hat die meisten seiner Charaktere nach den Charakteren aus dem Buch benannt. Der spielt auch fast nur Zwerge.
Der. Also ich glaube sogar nur Zwerge. Also gut, Zwerge kann ja alles außer Druide werden. Ja. Mir fehlt noch ein astraler Zauberbinder, aber den wäre wahrscheinlich irgendwo unterwegs. Ich gehe mal davon Töten. aus, dass da oben noch einer kommt. Ja, genau. Vier mich die Treppe hoch. Ist schon recht. Und natürlich muss ich den mal wieder looten. Ja, da ist ein astraler Zauberbinder. My fire in your face. Was ist das? Verzeiht, aber ich habe keinen Besuch erwartet. Wie ihr sehen könnt, bin ich ein wenig beschäftigt. Aber egal. Ein guter Gastgeber werde ich mich um euch kümmern. Ja, genau. Vier mich noch mehr. Blödes Viech. Sonst der Boss. Ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt. Ich habe so viele faszinierende Dinge, die ich euch zeigen möchte. Einen Ring mit Beweglichkeit hat er gedroppt. Na gut, dann gehen wir mal schnell Quests abgeben. Ja, das wird auf jeden Fall nochmal ein Level up. Ja, ich bin bei 95%, das wird auf jeden Fall einer. Boah, Leute, mir läuft die Soße runter, das ist der Wahnsinn. Bei dir muss es echt heiß sein, bei mir ist es ziemlich angenehm. Boah, bei mir strahlt die Sonne, knallt da rein. Mein ganzer Laptop klebt schon vor Schweiß. Level up. GZ. Und wird's bei dir auch noch was? Wenn ich jetzt noch 7% bekomme, ja. LOL. Wie viel fehlen dir? 3. 3%. 3. Wunderschöne Prozent. Schau mal, dass du irgendwie ein paar Mobs so klatscht oder so, dass du schnell Level up wirst. Jo, dann. Ich esse dabei mal ein paar Chips. Guten. Ich esse dazwischen, genau, ich esse in der Zwischenzeit nichts. Mein Pet ist schon wieder abhanden gekommen.
Klar, ich hab ich's. Die Chips habe ich jetzt braucht. Erste Mahlzeit des heutigen Tages. Und ja, es ist 10 vor 5. Ich wollte gerade schon, gerade sagen, wir schreiben 16:49. Sodele, level up. GZ, Moment, ich muss. Kruzifix doch noch nicht. Ich muss sowieso mal ganz kurz was machen. Hab ich eigentlich gerade. Ich hab kein Löschpulver. Muss ich mal schnell eins besorgen. Erledigt. Alter, ich geb dir gleich Ziel nicht ins Sichtfeld. The angry face. Oh. Ich stehe gerade auf einer Stelle, mach einmal Chaosblitz, einmal Schattenbrand. Chaosblitz, Schattenbrand, Chaosblitz, Schattenbrand. Und wie viel fehlt jetzt noch? Gleich haben wir es. 100% haben wir schon. Kann nicht mehr lang dauern. Level up! GZ. Jo, ich würde mal sagen, für den Eni reicht's nimmer. Ich würde sagen, wir hören hier auf. Wir haben halt heute anstelle 4 Level plus 3 geschafft. Naja, immerhin 3 Level. Dann machen wir das nächste Mal die 68 voll. So sieht's aus. Okay, dann kommst du nochmal mit nach Shattrath. Bis dahin reicht's ja noch. Nö, so weit reicht's nimmer nicht Spaß. Moment. Ruhestein bringt mich immer noch zum Handelsdistrikt. Naja. Gut. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, immer noch nach 1000 Nadeln. Nö, nee, Handelsdistrikt. Du hast meinen Rat also irgendwann mal doch befolgt und hast deinen Ruhestein weg von dem blöden Schiff gemacht. Irgendwo zwischendrin, aber ich kann dir nicht, könnte jetzt nicht sagen, wann. Wo genau in Shattrath? Zu deinem Punkt irgendwo. Keine Ahnung, dein Punkt bewegt sich immer noch. Stellen wir uns in die dicke Halle oder wo? Können wir auch machen. Dicke Halle! Zu Adal. Ach, Katka hier hat ja auch das neue Modell bekommen. Der Erzmagier. Mit seinem tollen Stab. Aitesh. Da steht ja der Seppel. Ja, also dann, wir verabschieden uns mal und nächstes Mal geht's dann weiter Richtung Level 68. Freut euch drauf. Wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. 1:18, das wären gerade mal 4 Folgen. Na super. Also Leute, tschüss.